Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich bin richtig motiviert. Ich habe heute frei und ich habe mir heute fest vorgenommen, meine Umzugskartons mit den ganzen Funko Pop Kartons zu packen. Ich drücke mich schon die ganze Zeit. Ich bin jetzt schon so lange wach und ich denke mir die ganze Zeit so, naja, kannst du ja noch ein bisschen warten. Und ja, aber jetzt haben wir schon fast 11 Uhr wieder und langsam muss ich anfangen. Ich weiß einfach halt auch nicht, wo ich da anfangen soll. Ich dachte noch so, ich baue da einen Turm draus. Und jetzt denke ich mir einfach so, bitch please. Ich weiß jetzt echt nicht, passt das mit der Kameraeinstellung oder nicht. Um ehrlich zu sein, ist es mir mittlerweile schon fast egal. I don't know. Ich würde sagen, ich starte einfach mal irgendwie das anzuordnen. Ich weiß gerade selbst nicht, was ich genau dazu sagen soll. Das sind jetzt alles nur die kleinen. Ich habe hier eben auch noch die ganzen größeren Verpackungen von den Figuren. Hier liegen auch noch welche. Okay! Mir fehlen welche, oder? Es fehlen noch welche. Oh nein. Da muss ich dann nochmal schnell gucken gehen. Weil zum Beispiel Marilyn Manson weiß ich jetzt safe fehlt mir. Mir fehlt RuPaul. Mir fehlt Britney. Tonks, Fleur. Da muss ich schnell nochmal gucken gehen. Ich war gerade wie Kamera an aus war. Ich war gerade mega am Verzweifeln. Hier will ich ja immer so cool wirken. So, ja, muss ich mal gucken gehen. Gerade war die Kamera aus. Ich so. Aber. Aha, was haben wir denn hier? Ich muss trotzdem erstmal eine rauchen. Ihr wisst gerade gar nicht, was für einen Burnout-Level ich gerade habe. Ich habe die ganzen Kartons gezählt. Ich komme auf eine ganz andere Summe. Also was heißt ganz anders? Es weicht halt so ein bisschen ab. Ich habe außerdem dann noch gestern zwei neue Figuren bekommen, beziehungsweise drei, aber eine habe ich ja verpackt gelassen. Ich weiß jetzt nicht, habe ich die da schon dazu gezählt oder nicht. Jetzt habe ich schon dreimal versucht, das Regal zu zählen. Aber ich verzähle mich einfach immer, weil I don't know. Weiß einfach nicht, wo ich die hingepackt habe. Ich habe gerade... Yes. Abbruch. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Guck, genau die drei haben mir gefehlt. Ich habe vorhin RuPaul gesagt. Tonks. Ich weiß nicht, habe ich die erwähnt. Aber definitiv auch Fleur. Das ist mir aufgefallen, dass die zwei auch abfehlen. Ich habe mir irgendwie gerade ausgerechnet, dass ich auf 186 Kartons komme. Mit den drei bin ich bei 189. Aber dann müsste ich ja 192 Figuren haben. Weil ich ja einen Dreierpack und einen Doppelpack habe. Ich habe Burnout, aber mir haben bewusst diese drei Verpackungen gefehlt. Also an die habe ich ja gedacht. Und... wenn jetzt was anderes fehlt, ist mir das gerade scheißegal. Okay. GameStop. Who? Crazy. Einfach nur crazy. So, ich habe mir außerdem auf der Funko Pop App einen neuen Account jetzt erstellt, weil man kann da die Kartons einscannen und das habe ich ja nicht gemacht. Ich habe es ja so damals gemacht, ich habe Harry Potter da in der Suchzeile eingegeben und dann ist da ein Pokal und ein Herz. Dann kannst du beim Pokal immer jeweils die Figur hinzufügen. Und ich habe da manche doppelt drin, weil die bei Funko, auf der Funko-App zum Teil doppelt drin sind, mit demselben Wert. Und jetzt habe ich da ein paar Figuren auch doppelt drin und was weiß ich. Und ich dachte mir, wenn ich schon die Kartons immer jetzt in die Hand nehme und die in die Kartons packe, wieso nicht gleich einfach abscannen? Und da muss ich halt echt daran denken, dass ich da wirklich dahinter bin.
Hi! Ich kann euch gerade leider nicht besser platzieren. Ich bin gerade hier dabei, irgendwie ein Thumbnail zu machen. Ich weiß, nee, so ist doof. Oder probiert hier auch mal so eins. Das Bild an sich wäre es halt jetzt cool gewesen, wenn alles noch ein bisschen höher ist, aber irgendwie habe ich da ein bisschen Angst, weil ein paar Türme sind eh ein bisschen wackelig. Deswegen lasse ich das und ich versuche jetzt noch ein paar Thumbnails zu machen und dann esse ich erstmal was und dann packe ich das Ganze um. So, ich habe hier einen Umzugskarton, ich habe mir 5 Stück gekauft und denke mir gerade so, könnte mir nicht mal knapp werden. Ich habe hier auch mein Handy parat, ich werde da jetzt alles nach und nach abscannen. Und hier habe ich noch meinen Edding, hier schreibe ich gleich Harry Potter. Und würde sagen, let's go. So, der erste Karton ist fertig. Ich habe hier, wie gesagt, Harry Potter draufgeschrieben. Erst dachte ich mir, schreibe ich die Nummern nur drauf, die hier nicht mit drin sind. Also von den ganzen Harry Potter Figuren. Aber dann dachte ich mir, was ist denn das für ein Schwachsinn? Ich schreibe jetzt einfach halt die Nummern alle drauf, die drin sind, wie man hier sehen kann. Der Karton ist dann jetzt fertig. Dann kommen wir zu Karton Nummer 2. Jetzt hier schon eine ganze Weile und ich schreibe ja die Zahlen auf die Kartons drauf, dass ich weiß, welche, naja, welche drin sind. Und ich habe nebenbei eine Liste offen von den Harry Potter Figuren, dass ich mich leichter tue mit Suchen, dass ich nicht immer nur auf die Nummer achten muss. Und in der Liste ist mir gerade aufgefallen, ja, 103, es gibt keine Figur mit 103. Dann kam eben 104, die hier. Und dann habe ich geguckt, habe ich die eingeräumt, dann dachte ich mir, hey, bin ich jetzt dumm? Weil der Patronus hier hat auch 104. Einfach mega strange. Entweder war das ein Fehler, also dass einer von denen, beziehungsweise er hier 103 haben sollte. I don't know. I don't know. So, der Karton ist jetzt leider nicht ganz voll geworden, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Das lasse ich aber auch so, weil es kommen bestimmt noch ein paar mehr Harry Potter Figuren. Irgendwie kann ich gerade gar nicht sagen, war Harry Potter jetzt der schwierige Teil oder kommt jetzt erst der schwierige Teil mit den Verpackungen, da wo ich halt nicht so viel habe, weil da muss ich halt definitiv jetzt auch auf den Karton viel mehr schreiben. Ah, mein Rücken tut schon weh. Und besonders, ich glaube, da gucke ich jetzt nicht drauf, dass alles nach der Reihenfolge ist, weil Toy Story ist so eine Sammlung. Ich liebe Toy Story, aber die werde ich niemals voll machen oder überhaupt voll bekommen. Die ich haben will, habe ich. Klar wird es da noch welche geben, wo ich mir denke, ah toll, die werden halt eben toll. Aber mal gucken. Deswegen packe ich das jetzt einfach so rein, wie es nach der Reihe kommt. Ich bin fertig. Wie man sehen kann, ich musste diesen alten Umzugskarton auch benutzen. Also ich habe jetzt 6 volle Umzugskarton. Hier ist noch eine kleine Versandschachtel, also eine etwas klein größere. Und die Ursula hat einfach echt nicht mehr da reingepasst. Hier sind die größeren Figuren auch mit drin. Die Hogwarts Express Schachteln habe ich auch nicht mehr untergebracht, aber die passen hier unten, weil ich glaube, ich stelle so wie hier auch wieder Schallplatten davor hin. Ich bin richtig fix und fertig. Ich glaube, ich habe jetzt 3, 4 Stunden dafür gebraucht, dass das alles wirklich ordentlich eingeräumt ist.
Und das alles in der App auch wirklich eins zu eins überstimmt. Mir fehlt nur eine Schachtel. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, die von Dobby. Ich habe aber jetzt ehrlich gesagt keine Lust mehr, dass ich da gucke. Aber in den Karton, wo sie eigentlich dazugehört, ist jetzt noch ein Platz für eine Figurschachtel, weil verschwunden kann die nicht sein. Deswegen, ja, ich muss hier jetzt erstmal aufräumen und melde mich dann später nochmal. So. Das Paket kam noch an, da müssten die Geburtstagsgeschenke von Finn noch mit drin sein. Okay, das ist ja dieser Air-Fußball. I don't know. Und hier müsste dieser Mixer sein. Das muss ich dann später noch einpacken. Ich bin gerade richtig aus der Puste. Es sieht hier aus, aber ich kann einfach gerade nicht weitermachen. Es war plötzlich dann doch noch ein Paket da. Die klingeln irgendwie gar nicht mehr bei uns. Ich weiß nicht, habe ich das vorhin übersehen? So, ich habe den Edding gefunden. Deswegen stellen wir hier jetzt Nummer 31 auch noch dazu. Ich reg das mit dem Fokus hier so auf, weil wenn ich hier so stehe und die Leinwand da hinten mit drauf ist, fokussiert das meistens nicht mein Gesicht, sondern die Leinwände. Ich könnte gerade dezent im Strahl kotzen, denn ich habe gestern oder so noch ganz vieles von dieser Speicherkarte runtergelöscht und habe ein Video gelöscht, was ich nicht löschen wollte. Ich habe für meinen alten Kanal noch ein Video gedreht, was ich da hochladen will, weshalb, wieso, warum, habe ich doch eh schon mal erwähnt. Und jedenfalls hatte ich das schon auf dem Computer und die Aufnahmen von heute habe ich mir gleich rübergezogen. Weil ich dachte, ich fange einfach gleich nebenbei an zu schneiden, weil es so ein bisschen mehr ist. Was heißt mehr? Aber es ist halt, es waren halt so große Aufnahmen, ne? Weil ich habe ja da zum Teil eine halbe Stunde wieder gefilmt, wie ich das zusammengepackt habe. Und ich habe immer da so Ordner, wo ich die Videos reinschiebe von dem einen Tag. Und wenn ich es fertig bearbeitet habe, lösche ich es einfach, weil die Aufnahmen brauche ich da nicht mehr. Und da hatte ich dieses Video auch mit dabei und ich habe das alles gelöscht, habe die Videos von heute so rübergezogen und dann ist mir aufgefallen, wow, das Video habe ich ja noch gar nicht geschnitten, beziehungsweise, ach Gott, jetzt kann ich das nochmal drehen. Immer das mit diesem scheiß alten Account. Ich bin jetzt mega fertig, ich glaube, wir haben schon nach 17 Uhr. An dieser Stelle würde ich heute ausnahmsweise den Vlog schon beenden. Ich werde mich jetzt dann nur noch duschen, was zu essen machen. Vielleicht drehe ich ja dann das eine Video nochmal neu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist nicht viel passiert, aber es war viel Arbeit heute. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Lasst mir ein kostenloses Abo gerne da, wenn ihr das noch nicht getan habt. Hier findet ihr jetzt noch zwei weitere Videos. Schaut gerne vorbei, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Und ich würde jetzt sagen, haut rein, bis sehr bald und ciao.